Und wenn das Gerücht wirklich stimmt, dann gnade ihnen Gott, Herr Sheriff. Dann gnade ihnen Gott. Also, meine lieben Mitmenschen, alle, die mich kennen, die wissen, dass ich sowas nicht gerne mache und dafür eigentlich auch absolut nicht der Typ bin. Aber der Post, dieses Video, ist direkt an euch, beziehungsweise auch direkt an unseren Landrat, Herrn Scherf. Herr Scherf, ich beobachte Ihre Post schon eine Weile und ich finde es ganz toll, dass Sie die Menschen hier in dem Landkreis aufklären bezüglich der Aktualität dieser Pandemie. Ich möchte aber explizit auf Ihr gestriges Posting eingehen, und zwar in Ihrem Post vom 22.01.2021 berichten Sie von 76 Verstorbenen und 287 positiv getesteten Personen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie in unserem Landkreis. Den Angehörigen gilt mein Mitgefühl. Ich weiß, wie es ist, wie es sich anfühlt, einen geliebten Menschen zu verlieren. Dennoch habe ich Fragen, die ich beantwortet haben muss. Es geht um meine Existenz. Es geht um meine Kinder und ich bin hundertprozentig sicher, beziehungsweise weiß ich hundertprozentig, dass es nicht mir so geht, sondern auch zu 95% meinen Mitmenschen ebenfalls. Es betrifft nicht nur mich, es betrifft uns alle. Ohne Umschweife komme ich zu meinen Fragen, Herr Scherf, und zwar: Können Sie dieses Gerücht entkräften, dass es sich bei der Anzahl von 76 Personen, die verstorben sind, meist um Bewohner von Alten- und Pflegeheimen handelt? Die daraus resultierende Frage lautet: Wie hoch ist das Durchschnittsalter dieser Verstorbenen? Legen Sie diese Zahlen bitte offen. Ich bin der Meinung, in Anbetracht dieser Verunsicherung haben wir einfach einen Anspruch darauf, zu erfahren, wie der Stand der Dinge ist. Wie viele der 76 Verstorbenen sind an Covid-19 typischen Symptomen wie Lungenentzündungen und so weiter verstorben? Wie viele an Vorerkrankungen mit positiven PCR-Tests? Sind Obduktionen durchgeführt worden, um das tatsächliche Ausmaß dieser Pandemie in unserem Landkreis besser ermessen zu können? Zu den positiv Getesteten folgende Fragen. Werden die positiv Getesteten anschließend von einem Amtsarzt auf Infektiosität untersucht, um den möglichen Verdacht eines falsch positiven Testes vollends auszuräumen? Und wenn nicht, warum nicht? Zu den Impfungen. Sie berichten fast täglich über den Fortschritt der Impfungen in unserem Landkreis. Das finde ich gut. Allerdings, da jetzt nicht unbedingt genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Warum nutzen Sie Ihre Reichweite nicht, um die Menschen zum Thema Antikörper aufzuklären? Antikörpertests genauso kostenlos anzubieten wie PCR-Tests und so den Menschen ihre Angst zu nehmen. Abschließend, Herr Scherf, laut Ihrem Post vom 17.09.2020 hat unser Landkreis 128.681 Einwohner. Demgegenüber, laut gestrigen Stand, haben wir genau 76 Verstorbene. Seit März 2020 bis heute. Okay, vor einer Stunde haben sie gepostet 77 Tote, aber das
ändert nichts an dieser Fragestellung. Das sind 10 Monate. 10 Monate. Um diese Zahl in Relation setzen zu können, wie viele Menschen sind im selben Zeitraum in unserem Landkreis allgemein verstorben? Diese Zahl ist wichtig und ich bitte Sie inständig darum, die Zahlen offen zu legen. Da komme ich jetzt natürlich noch auf eine andere Frage, und zwar persönlich an Sie. Finden Sie diese Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen in Ordnung? Tragen Sie diese Maßnahme aus eigener Überzeugung mit? Vertrauen Sie auf die Anweisungen von oben? Finden Sie die richtig? Wir haben 128.681 Einwohner mit dem heutigen Stand 77 Tote seit 10 Monaten. 77 Tote. Ich fordere Sie daher auf, meine Fragen vollständig und zeitnah zu beantworten. Da ich beobachte, dass die Akzeptanz der Maßnahmen durch fehlende Transparenz, ständigen Widersprüchlichkeiten, zunehmender Härte der Maßnahmen, als auch durch steigende Existenz- und Zukunftsängste verschwinden. Also, von möglichen Vorwürfen, von wegen Pietätlosigkeit meinerseits, möchte ich alle, wirklich alle, inständig bitten, davon abzusehen. Pietätlos ist es meines Erachtens, den harten Lockdown am 16.12. auf Facebook zu verkünden und damit zahlreiche Existenzen, Lebenswerke, Altersvorsorgen zu vernichten. Um dann ein paar Stunden später tanzendes, klatschendes Krankenhauspersonal der Helios-Kliniken von Miltenberg-Erlenbach zu posten. Und das ist mehr als zynisch. Das ist mehr als pietätlos. Jemand, der sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, jemand, der sein ganzes Geld, seine ganze Kraft, seinen ganzen Lebenswillen in seine Existenz gesteckt hat, um was aufzubauen, nicht nur für sich, sondern auch für seine Nachkommen oder ein Familienunternehmen weiterführt, dem zaubern Sie damit definitiv kein Lächeln ins Gesicht. Und einer alleinerziehenden Mutter zaubern Sie mit diesem Post definitiv auch kein Fressen auf den Tisch oder können damit die Miete bezahlen. Und meine lieben Mitmenschen, die jahrelang hart gekämpft haben, gearbeitet haben, möchte ich ganz ehrlich fragen, steht ihr zu diesen Maßnahmen? Könnt ihr diese Maßnahmen ruhigen Gewissens akzeptieren, durchsetzen und stillhalten und hoffen, dass es besser wird? Seid ihr euch bewusst, dass wir bei 128.681 Leuten mit 77 Toten der weltweit größten Pandemie gegenüberstehen? Und ist es euch bewusst, dass ihr damit euer ganzes Lebenswerk, eure ganze Energie, eure ganze Liebe verliert, die ihr in diese Projekte gesteckt habt, womit ihr euch, euer Lebensunterhalt, nicht nur euch, sondern auch euren Kindern, eurer Familie, das Leben ermöglicht? Seid ihr bereit dazu, das so hinzunehmen? Nehmt ihr das in Kauf und seid ihr euch bewusst, egal welche Hilfen jetzt auch irgendwann mal fließen werden, dass ihr diese zurückzahlen müsst? Dass ihr für diese Hilfen ganz, ganz lange gearbeitet habt, die gar nicht notwendig gewesen wären? Ich möchte euch wirklich inständig bitten, darüber nachzudenken, ob ihr euer Lebenswerk, euer Leben,
eure Kraft und eure Liebe. Für Menschen, die bereits gestorben sind, wegwerfen wollt. Ich bin dazu nicht bereit. Ich habe lange genug, hart genug dafür gekämpft, an dem Punkt zu stehen, wo ich heute bin. Und ich lasse mir nicht vorschreiben, dass ich meiner Leidenschaft nicht nachgehen darf, dass ich nicht selbstständig für mich arbeiten darf, für mich selbstständig und meiner Familie, meinen Kindern das Essen auf den Tisch bringen darf, von irgendjemandem abhängig bin, zum Beispiel von irgendwelchen Hilfen, die eh viel, viel zu spät kommen. Und da bin ich mir sicher, werden einige von euch mir zustimmen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So schwer es ist, jemanden gehen lassen zu müssen. Wegen 77 Toten. Eine ganze Wirtschaft im Landkreis, die auf so vielen Familienunternehmen, auf so viel Herzblut aufgebaut ist, darauf, wo jeder stolz gewesen ist, das einfach so kampflos aufzugeben. Es gibt so viele Möglichkeiten, diesen Menschen, die wirklich von dieser Pandemie oder von diesem Virus betroffen sind, zu helfen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Ganze anders angehen zu können, wenn man es denn möchte. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Es hat nichts mit Leugnen zu tun. Es hat nichts mit Relativieren zu tun. Aber man muss das Ganze auch im Verhältnis sehen. Wir haben 128.681 Menschen hier in unserem Landkreis, die jeden Tag hart arbeiten, um für ihre Familie was auf dem Tisch zu haben, für ihre Familie die Miete zahlen zu können. Wegen 77 Menschen, von denen noch nicht einmal das Durchschnittsalter bekannt ist, wenn das Gerücht wirklich stimmt, dann gnade ihnen Gott, Herr Schärf. Dann gnade ihnen Gott. Von meiner Seite aus, und ich bin mir sicher auch von anderen, werden sie diese Gnade nicht einfordern können. Sie haben jetzt die Möglichkeit, mir diese Antworten zügig. Immerhin sind sie ja vor einer Stunde online gewesen. Immerhin haben sie ja mitgeteilt, dass es mittlerweile 77 Tote gibt und dass wir ganz, ganz viele Kerzen aufstellen können für Tote der Corona-Pandemie. Ich bin dafür, dass jeder Einzelhändler, jeder Selbstständige, jeder Unternehmer, jeder, der seinen Job verloren hat, egal was für ein Job das ist, vom großen Unternehmer oder von der kleinen Putzfrau um die Ecke oder von den 450-Euro-Jobbern, die in der Gastronomie gearbeitet haben, ja, die nämlich überhaupt gar keine Hilfen bekommen, die völlig unter den Tisch fallen, dafür eine Kerze aufzustellen. Und dann möchte ich mal bitte sehen, welches Lichtermeer ist größer? Welches Lichtermeer können Sie... Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht und es tut mir in der Seele weh. Diese... Mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte für so eine Dreistigkeit, für so eine Verlogenheit, so eine Verheuchelterei. Unglaublich. Unglaublich. Sie haben jetzt die Möglichkeit, alles richtig zu stellen, die Fragen wahrheitsgemäß mit Zahlen zu beantworten. Und dann möchte ich Sie bitten, nein, ich fordere Sie dazu auf. Herr Schärf, ich fordere Sie dazu auf, sich vor Ihren Bürgern, die Sie gewählt haben, deren Interessen Sie zu vertreten haben, sich zu stellen und denen zu erklären, warum man wegen 77 Toten, Verstorbenen, Entschuldigung, Lebenswerke, Existenzen, Altersvorsorgen, Kinder, psychologische Schäden, warum man das in Kauf nimmt. Diese Verhältnismäßigkeit möchte ich von Ihnen erklärt haben. Und ich möchte von Ihnen wissen, wie gesagt, ob Sie zu diesen Maßnahmen zu 100% stehen können, ob Sie Ihren Bürgern, die Sie gewählt haben, noch in die Augen gucken können. Und das Ganze dann nochmal wiederholen. Ich habe
Ich hab fertig. Ich hab Flasche leer. Ich hab fertig. So was Dreistes, was Verlogenes, Böses hab ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich hab sowas noch nie erlebt, solche Menschen. So was Empathieloses.